Willkommen zurück zu Formel 1 2021. Wir fahren heute das Rennen in Bahrain. Benny ist Und es klingt natürlich auch so. wieder mit dabei. Hallo. Muss mich an die schnellen Ladezeiten gewöhnen. Es klingt vor allem echt komisch, wenn man sagt, also wenn man keine Ahnung, wie lange 2020 gehört hat, dann 2021. So, Autoeinstellungen, da ja, ist eh Park Fermé, also da geht eh nichts mehr. Ich bin soweit. So. So, wir hoffen mal. Also, ich habe immer mit Leertaste gestartet. Ich hoffe mal, das ist immer noch so. Was, du hast mit Leertaste gestartet? Gibt es auf dem Lenkrad auch einen Knopf? Ja. Oder? Hochschalten. Ach so. Oh. Huiuiui. Oder habe ich mit Hochschalten? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Nein! Oh Gott. Komplett Ja, geil. unterschätzt, wie die bremsen. Ja, und Sainz ist direkt vor meine Karre gezogen. Profis. Ist da alles dran bei dir oder nicht so? Nee. Wenn er halt vor die Karre zieht, dann machst du nichts. Alter. Aber wie fahren die denn? Kommt Sainz eigentlich her? Oh, scheiße, ich habe einen rausgedreht. Huch, Entschuldigung. Wenn's Hamilton war, war es okay. Nee, war irgendein. Schade. Pff, keine Ahnung. Hoppala. Änderung Hey, bestätigt. Typ! Norris, Alter, was ist mit dir los? Entspann dich mal ein bisschen. Gott, ich komme um keine Kurve rum mit diesem vollen Tank. Ich komme sowieso mit um keine Kurve rum. Langen Geraden hole ich dich wieder. Ich habe Schumacher rausgedreht. Huch. Das ist aber nicht nett. Was? Okay, das ist Komm! Erster. Zieh dich ran! Zieh! Fahr, Karre, fahr! Oh, Latifi ist auch an der Box. Oh, Alter! Gruselig gerade das Battle hier mit Norris. Na, ich hasse diese Kurve. Ich lenke immer zu spät. Okay, die ersten sechs ziehen irgendwie davon. Weil man jetzt auch sagen muss, Bahrain ist jetzt nicht so die Strecke, die ich so am allerbesten drauf habe. Aber mal gucken, vielleicht so über die Dauer kriege ich ja doch noch einen. Seins. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. DRS, das ist sehr gut. Komm, lass mich mal links daneben, wenn du schon so einen kleinen Schlenker nach rechts machst. Ah, DRS einsetzen wäre gut gewesen. Alter, Mann! Ich bin jetzt schon froh, wenn es gegen Rennende nochmal neue Reifen gibt. Mit fast leerem Tank und dann nochmal schön durchballern.
Alter, fahr doch mal um die Kurve, du Scheißkarre. Muss man doch voll nehmen können. Bin ich zu doof einfach? Nee, hey, die eine Kurve kannst du nicht ganz voll nehmen. Stimmt irgendwie. So, ist natürlich geil, dass jetzt DRS freigeschaltet wurde und genau jetzt habe ich natürlich keinen mehr vor mir. Gut, dass ich mein Zimmer abgeschlossen habe. Gerade meine Schwester schon hier gehört. Boah, diese Kante da ist irgendwie beschissen. Mittlere Reifen aufziehen. Mediums aufziehen. Ah, dann fick dich doch, wenn du nicht was. Es geht genau so weiter, wie es im letzten Teil war. Alter, ey. Das musst du dem doch gar nicht sagen. Was? Wenn das deine normale Strategie ist, musst du ihm das doch nicht sagen. Nee, ist sie eben nicht. Ey, ja, dann kannst du es zwar einfach ändern. Ja, aber ich will mit dem ja auch reden können. Dafür ist er ja da, der Spacko. Ist halt so einfacher. Ich mach das immer alles während hier, wenn ich auf einer Gerade oder so bin. Mittlere Reifen aufziehen, du Spacko. Alter, willst du mich voll verarschen? Hast du vielleicht dein Mikro noch nicht eingestellt? Weiß ich nicht. Statusreport. Als ob man das jetzt auch wieder extra einstellen muss. Das ist gut möglich. Ach, ätzend. Jetzt verpiss dich mal, Norris. Meine Fresse. Das ist eine Nervensäge, ey. Ich hätte da mal so eine ganz kleine Frage. Wie genau werde ich eigentlich meinen Sprit los, wenn ich nicht mehr auf Fett stellen kann? Weil ja. Es wird immer mehr bei mir. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ja. Ich bin mittlerweile bei plus 2 Runden. Nein, 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 nein. Boah. Immerhin nicht den Flügel ab. Scheiße war es trotzdem, weil jetzt bin ich nicht mehr 5. oder 6., sondern 13., aber immerhin ist nichts kaputt. Puh. Ist egal, macht nichts. Aber viele auf Medium gestartet, ne? Wahrscheinlich die Leute, die hinten gestartet sind. Ja. Wann soll ich ihn überhaupt in die Box? Runde 7 bis 9. Ja. Gleich. Okay, das mit dem Mikro muss ich mal gucken, ob ich das auf die Schnelle eingestellt bekomme, gleich beim Boxenstopp, weil das ist nervig. Da unten in dem Menü rumklicken zu müssen im Rennen. Alter, ich bin zu doof für diese Kurve. Ich lenke immer zu spät. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,4 Sekunden.
Geil. Also heißt der, zumindest macht es den Eindruck, der Verbrauch, den man jetzt auf Standard hat, ist nicht höher als im letzten Teil auch, aber man kann halt auch nicht mehr höher stellen. Heißt, eigentlich ist die Strategie doch, immer weniger Sprit mitzunehmen. Ja, aber kann halt auch in die Hose gehen, ne? Ja, du sollst jetzt natürlich nicht minus 5 Runden mitnehmen, aber... Naja, es kann trotzdem in die Hose gehen, ne? Wenn du halt irgendwann dazu aggressiv fährst... Ja, aber auf Standard noch höher zu verbrauchen als normal, sag ich mal, ist ja unmöglich. Kommt drauf an, wie du halt fährst. Unser Abstand zum Hintermann beträgt... Ja, also solange man nicht selber schaltet und das Ding immer voll ausdreht, was sowieso nichts bringt im Übrigen, dann sollte da eigentlich nichts groß passieren. Ich meine, ich fahre jetzt nicht das ganze Rennen nur Halbgas. Ich fahre aber leider auch gerade echt nicht gut. Ey, da waren die schon alle an der Box. Ja, die sind sehr früh gefahren. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde. Wo bist du eigentlich jetzt so? Ach, den da. Willst du an die Box auch oder wie läuft das? Nee, ich bin auf Park. Ach so, ja gut. Ach stimmt, du hattest ja den Flügel im Arsch. Jo. Nee, kaputt noch, reicht. Im Arsch ist ein bisschen unangenehm. Okay, nee, es waren nicht alle an der Box, weil ich sehe gerade die beiden Ferrari sind vor mir. So Leute, Gas geben. 2,6 Sekunden. Naja, das ist okay. Gott, ich komme ganz hinten irgendwo raus. Vor dir. Ja, du hast noch vor mir. Ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Also frische Reifen waren auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das fährt sich wieder ganz anders. Glaube ich. Jetzt kann man die nämlich auch mit Vollgas nehmen. Vorne fährt Sainz, auf den hole ich aber ganz gut auf. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, der war da glaube ich auch irgendwo in der Nähe, wo ich vorhin war. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,3 Sekunden. Oh, okay, das ging schnell. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 15,4 Sekunden. Das Safety Car ist rausgefahren. Wir müssen langsamer werden. Es gibt wohl viele Trümmerstücke auf der Strecke. Nee, warte mal, ich schalte mal nicht auf Mager, weil dann habe ich ja gleich 10 Sekunden. Dafür kommt los. Okay, das finde ich aber interessant, dass dafür ein Safety Car kommt. Rossler, deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Ich stehe relativ am Rand der Strecke. Er hat bei mir irgendwas von Trümmerteilen gelabert. Aber ist natürlich jetzt kackiest, dass ich eben in der Box war.
jetzt nochmal zu fahren, bringt natürlich nichts. Das ist richtig. Ja, je nachdem, was die jetzt so am Wechseln sind und so weiter, kann da jetzt die Strategie echt noch viel machen, tatsächlich am Ergebnis. Aber sehr gut, wir bleiben unserer Linie treu, erstes Rennen direkt mal Safety Car verursachen. Genau. Zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Vielleicht diese große Spendenaktion mitbekommen. Welche von den vielen? Naja, es gibt Better Place, gibt es riesen Spendenaktion mit, keine Ahnung, ich glaube über 200 Streamern, die da halt Spenden für die Hochwasser-Dingens sammeln. Hatte ich so am Rande mitbekommen, aber ich hatte überhaupt keine Zeit, da irgendwie groß reinzugucken. Ich kann ja mal gucken, wie viel die im Moment haben. Viel. Wahrscheinlich. Ein bisschen. Alter. 488.298,60 Cent. Ey, hör auf zu drehen. Guck mal, schon wieder 11, da ist ja mega. Weil hätte ich das gewusst, wäre ich vorhin auf harte Reifen gegangen, glaube ich. Dann hätte ich jetzt auf jeden Fall durchfahren können. Das heißt auf jeden Fall, aber ich denke zumindest mal, weil die werden ja jetzt ganz gut geschont in den Runden. Von 50.000 gemacht. Ne? Schlecht. Ich frage mich zwar, was für Trümmerteile da irgendwie auf der Strecke liegen sollten, aber naja. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Ich habe Zeit gegen das Auto hinter mir verloren. Wir waren im Safety Car, du Spezi. Alter, verpiss dich. Als ob der Sainz da jetzt durchgekommen ist und ich ziehe den Kürzeren. Meinst du? Achtung, Achtung. Die Achtung. Nochmal Safety Car. Oh, mit Bottas ist irgendwas. Bottas ist raus. Oh, das macht nichts. Der sammelt noch genug Punkte.
Mann, das Auto ist viel zu schwer. Ich möchte wieder auf Fett schalten können. Das ist doch scheiße. Ja, naja, mein Gott, aber ich sag's mal so, so kommt's halt nochmal wirklich auf das. Ja. Auf das Können an, sag ich mal. Ja, aber wow, ich habe ja trotzdem DRS und ERS im Zweifel. Wäre ja trotzdem sehr viel schneller. Ja, aber du kannst halt nicht, wenn du jetzt weiter hinten bist, sag ich mal, kannst du halt nicht. Oh, okay, ich schalte einfach auf Fett und gib Gummi. Ja, aber du hast halt so nochmal eine taktische Option. Im Prinzip. Ja, naja, mein Gott, jetzt hast du da nicht hast. Ja, ich musste da jetzt mal durch. Nicht durch. Alter, wollt ihr mich voll verarschen? Wollt ihr vielleicht stehen bleiben? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem. Steht mir seins im Weg. Oh. Frontflügel leicht angeknackst, aber zum Glück nur so ein bisschen anderen Grünton. Mann, die fucken hier voll ab, ey! Oh, fickt euch! Verpisst euch doch endlich! Ständig bin ich außen und dann. Ach. Oh, bremst doch. Was willst du denn jetzt? Warum soll ich den jetzt stoppen wegen einem minimal angeknacksten Frontflügel? Verpiss dich mal. Geh zurück in deine Höhle, du Aff. Mann. Hau ab. Geht in Ordnung. Warum fährt sich das so scheiße? Der ist doch nur. Der ist bisschen dunkelgrün. Och man. Nix da. Kannst mal schön da hinten rennen. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. Mann, ist doch kacke. Da wird nicht innen reingestochen. Du. Ach, Mann, Alter! Es lief so gut bis eben. Ach ja, fick dich. Fahr doch mal wieder einen Meter geradeaus, du Scheißkarre. DRS ist jetzt aktiviert. Mann, leck mich. Jetzt ist auch alles für den Arsch. Könnt die Karre jetzt auch eigentlich einfach an die Seite stellen? Ja, mach doch. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Jetzt noch weiter voll oder es mit dem neuen versuchen. Halt die Fresse, Jeff. Alles klar. Okay, ich glaube ich. Ach Mann, was mache ich jetzt? Das Problem ist, ich weiß nicht so richtig, wie lange die gelben Reifen halten. Aber komm. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Mann, ist doch voll für den Arsch. Ich bin mega abgeschlagen. Da geht gar nichts mehr jetzt. Ja, mach doch einfach, wie du gesagt hast. Rechts abstellen oder links abstellen. Kaffee trinken gehen. Fertig. Los, los, los! Ah, geil. Man kann sich noch ein bisschen mit den Fans unterhalten und jetzt dann hat mich selbst Latifi wieder überholt, der Lappen, ey. Das kann doch nicht sein. Gib jetzt Gas, die Reifen sollen Mann, warum? Das ist doch immer kacke. Genau wie im letzten Teil. Es fängt gut an und irgendwann geht einfach gar nichts mehr. Es ist so ätzend. Mein Gott, du blöde Scheißkarre, ey. Im Ernst.
44 Sekunden auf Russell. Gut, wobei der muss auch mal in die Box, aber trotzdem, das ist ja jetzt voll für den Arsch. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,3 Sekunden. Ja, toll. Der Abstand zu meinem Vordermann interessiert mich leider einen Scheißdreck, weil der eh auch. Der ist 17 da, was bringt mir das? Eckart mehr. Eigentlich das Mikro einstellen. Oh ja. Dann halt nicht. Mega, die fahren ja jetzt schon wieder aus der Box raus. Und die haben die besseren Reifen. Yay, Bestzeit, mega. Nur so lange, bis die ersten paar ihren letzten Reifensatz kriegen. Alter, Scheißkarren, Mann! Es kann doch nicht sein. Diese blöden, verkackten Quersteher immer. Machst alles so wie immer und trotzdem drehst dich auf einmal weg. Ach Mann, das ist Bullshit, ey. Fick dich doch einfach. Ja, komm. Ja! Alter, ich fahr gleich in die Gegenrichtung. Verwarnung, Kurve abgekürzt. Ja klar. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Mega nice. Hammer. Halt.
Kotflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Bringt eh nichts mehr. Mann, jetzt geh kaputt, Alter. Na endlich. Motor aus, Motor aus. Was auch immer, ja, da war ein Scheißrennen. Nächste Woche fahren wir was? Ich muss, also ich kenne den neuen Rennkalender nicht. Verdammt. China? Vielleicht? Nee, ich glaube, China kommt ganz am Ende diesmal. Stimmt. Das, ja, stimmt doch. Ich glaube schon. Ach, keine Ahnung. Irgendwas. Wir sehen es ja gleich. Moment. Sergio Perez hat gewonnen. Perez, wie, warum ist Hamilton da? Naja. Klar, ich meine, warte mal, was ist denn der gefahren? Der ist rot-rot-gelb gefahren. Ja, aber der ist doch scheiße gestartet. Ja, naja, Safety Car. Ja, und? Ja, Mercedes. Ja, und? Ja, der zieht so ein Alpha Tauri mal eben so ab. Also... Ja, das ist doch scheiße. Ich bin dafür, wir geben Hamilton den Trabi ab jetzt. Ja. Ich kann übrigens die Liste nicht runterscrollen. Doch. Nein. Ich schon. Wobei, wenn man weiter drückt. Ah ja, dann. Okay. Guck mal, weißt du, ich habe sogar die Bestzeit noch gehalten. Mann, ey, es fängt an, wie es aufgehört hat. Ich habe vorher noch gesagt, es steuert sich echt gut, was auch eigentlich echt so ist, aber wie immer, sobald man die Aufnahmetaste drückt, dreht man sich nur noch im Kreis. Ja, das ist so. Ja, dann gucken wir mal, was nächste Woche ist. Kann nur besser werden. Bahrain ist auch echt eine Kackstrecke. Ja, kann nur besser werden. Jetzt kommt Monaco oder sowas. Nee, ich glaube... Nee. Spanien. Ja. Wobei, letztes Mal lief Spanien ganz gut. Ja. Naja. Naja, gut, dann... Kann man irgendwie den Rennkalender sehen, nee, ne? Wieder eine verkürzte Folge. Ich kann den sehen, wenn ich... warte mal. Achso. In Einstellungen der Streckenauswahl bin. Wir fahren Bahrain, Spanien, Monaco. geil. Aserbaidschan. Dann kommen Kanada, Frankreich und Österreich. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, drei Kackstrecken, dann drei relativ gute Strecken. Dann kommt Großbritannien. Okay. Ungarn. Geht auch noch. Finde ich nicht so geil, aber naja. Dann Belgien. Belgien ist cool. Ja. Dann Niederlande. Das ist mit Abstand die beste. Ja, und dann... ja, China ist tatsächlich das Letzte. Oh. Also da kommt dann noch Italien, Russland, Singapur, Japan, Mexiko, USA. Aber das war okay, ja also immer... Japan und Singapur hätte man von mir aus rausnehmen können, aber ja... Ja, naja, also, ach man. Moment, ist Brasilien überhaupt dabei? Das ist doch, ja, war glaube ich dabei. Ja. Kommt vor Australien. Das viertletzte. Achso, okay, und dann kommt dann noch Abu Dhabi, ne? Ja, und China. Genau. Naja, dacht. Jo. Das war beschissen. Ach Mann, ey. Ich dachte echt, wir könnten mal ein gutes erstes Rennen fahren, aber... Naja, irgendwie... Immer im Rennen verhagelt's mir das. Weil dann habe ich keine Traktion mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, nächste Woche dann Spanien. Hoffentlich wird's besser. Ich bin da mal... Ich will nicht zu viel versprechen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.